Und was mir wirklich immer ganz, ganz doll am Herzen liegt, ist, ich wünsche mir das so, dass dieses Wissen verbreitet wird, weil ich habe so ein großes Geschenk. Ich weiß nicht, warum ich so gesegnet bin im Leben. Ich bin einfach so mega gesegnet mit diesem Bewusstsein, was ich in mir entwickeln durfte. Und ich weiß, dass das für jeden möglich ist und wie schön Leben sein kann. Und ich sehe, wie die Menschen sich quälen, also wie schwer das für so viele ist. Und das Leben ist wundervoll. Also in dieser Zeit, in der wir leben, wo viele so viele Sorgen haben, so viele Ängste haben und diesen Fokus auf all das Schlechte immer gerichtet wird, sehe ich all dieses Wunderbare. Ich finde das Leben so großartig. Ich brauche nur rausgucken. Jetzt gerade der Mai, also der Mai, wow, dieses Grün, ne? Also ich brauche eigentlich gar nichts anderes als zu wissen, also mich in diesem Bewusstsein zu befinden, es ist Mai, guck dir das an, was passiert da draußen gerade. Und dann holst du dir diese Kraft in dich, in dir, also baust sie ja auf, du holst sie von außen nach innen. Und ich wünsche mir, dass Menschen diesen Zugang haben zu sich, dass sie anfangen, ihr Leben zu lieben, sich selber zu lieben und das zu feiern. Wir sind ja schließlich nicht hier geboren worden, um Probleme zu wälzen, sondern hey, wir sind ja hier, um unsere schöpferische Kraft zu gebrauchen. Das ist der Sinn des Daseins, sagt Hermes Trismegistos, erklärt das. Er sagt, wir sind, also Gott hat die Welt erschaffen und auf dieser materiellen Ebene konnte er sich nicht erfahren. Deswegen hat er den Menschen erschaffen, damit er, weil der Mensch eben göttlich und menschlich zugleich ist, durch den Menschen erfährt er seine eigene Schöpfung. Und das wollte er feiern. Das ist also, ja, ne, so. Und was machen wir daraus? Also lass uns so das Leben genießen und es voller Freude und vor allen Dingen auch voller Liebe erfahren dann. Das ist das, was ich mir wünsche. Und ich bin Wow. mir so sicher, dass die Hermetik eine Brücke schlägt zu dem, dass man da hinkommt. Weil das finde ich noch so toll. Es ist auch etwas für Männer. Es ist logisch. Es ist überhaupt gar nichts aus der Luft gegriffenes. Du kannst es alles bis ins Detail erklären mit Gesetzmäßigkeit und jeder kann es nachvollziehen. Es hat nichts mit Hokuspokus oder so zu tun Genau. oder ne, so, es ist greifbar, es ist wirklich nachvollziehbar. Es ist eine geistige Wissenschaft. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Babette Bielke, du mit mir im Gespräch bist, dass wir miteinander im Gespräch sind, weil ich das Gefühl habe, dass eine sehr, sehr spannende und lebendige Begegnung zwischen uns stattfinden kann und auch jetzt wird. Ganz, ganz herzlich willkommen, Babette Bielke. Ja, danke, Christoph. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Also wir haben jetzt ja noch nicht so viel miteinander Kontakt gehabt, aber die Gespräche, die waren dann schon immer gleich sehr lebendig. Das wird sich wahrscheinlich jetzt so fortsetzen, denke ich. Ja. Das Thema Hermetik ist einfach eines, mit dem du lebst, sehr, sehr lange Zeit. Kannst du in etwa sagen, wie lange? Genau, 29 Jahre. Ja, und das ist zu spüren, einerseits ganz erfrischend, weil du so lebendig und auch eben diese Improvisationsfähigkeit so hast, die ich so unglaublich schätze, wie ich sage, dass du dich von deiner Intuition leiten lässt. Aber gleichzeitig bist du natürlich hoch professionell. Das kann ich ja gar nicht alles nur erahnen. Die Einzelarbeiten, die Gruppen, die du hast. Vielleicht magst du ein paar Worte auch sagen zu dem, was dir gerade im Moment am Herzen liegt oder zu der Ausbildungsgruppe, die du leitest oder den Gruppen. Okay, also die Ausbildungsgruppen, ich habe gerade eine, die ist fast am Ende. Die haben gerade so die Phase durch, hermetisch zu coachen, also das zu lernen, da sind wir gerade drin. Das macht nochmal einen Unterschied aus meiner Sicht, so einen hermetischen Impuls nochmal mitzugeben in einem Coaching. Das bietet neue Perspektiven für den Menschen, der sich coachen lässt. Ich liebe das. Das übe ich gerade. Und auf der anderen Seite fängt am 6.6. meine neue Ausbildung an mit einem ganz neuen Konzept. Und darüber freue ich mich. Also das bewegt mich ganz doll, weil ich für mich neue Herausforderungen selber gestaltet habe. Also ich werde das so machen, wie ich es noch nie gemacht habe. Und ich freue mich so darauf. Ich werde diese Gruppe erst einmal darauf vorbereiten, sich auf die Hermetik einzulassen, indem wir gar keine hermetischen Prinzipien durcharbeiten, sondern ich den Geist schule. Und die kriegen solche geistigen Schulungen, dass sie lernen, also den erstmal ein Stück weit zu beherrschen, weil dann
haben wir einfach eine größere Fähigkeit, diese wunderbaren Wirkungsweisen der Hermetik aufzunehmen. Und ich bin ganz gespannt, ob mein Konzept aufgeht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es mal so rum ganz anders ist. Also erst einmal mit dem persönlichen Geist zu arbeiten, weil ich sehe immer wieder, mache das ja jetzt fast 30 Jahre, wie viel Schwierigkeiten bei den Einzelnen sind, mit ihren Geist zu beherrschen. Und das ist ja Hermetik pur, ist ja eine geistige Lehre und da geht es darum, den Geist zu beherrschen. Und wie macht man das und warum und ja, wie macht man es geschickt, ne? Das ist schön, dass wir gleich zu Beginn auf das Wesentliche kommen. Also Hermes ist genau, es geht um das, was der Geist ist und dass der Geist, also andere Worte sind ja auch Merkur oder früher bei den Ara, ich weiß nicht, wie du es aussprichst, Thoth bei den Ägyptern, Thoth. Das ist ja eigentlich dieser Archetypus. Der einfach wirklich für den Geist steht. Und das Spannende ist, dass der Geist kann ja eigentlich grenzenlos sein. Er kennt eigentlich keine Grenze und wir selbst begrenzen uns immer selbst. Also das kennt, glaube ich, jeder aus dem Alltag, dass wir spüren können, wenn ich mich klein mache, dann fühle ich mich klein und dann bin ich auch klein. Und wenn ich sage zum Beispiel, ich verstehe etwas nicht, eigentlich mittlerweile glaube ich das keinem Menschen mehr, auch mir selbst mittlerweile nicht mehr. Und dann kann ich innerhalb manchmal von 2, 3 Minuten auf eine Lösung kommen, die ich selbst für nicht möglich gehalten habe, weil ich plötzlich merke, ich mache den Raum auf und sage, hier setze ich jetzt mal keine Grenze. Wenn du das dann gelernt hast, ne? Ich muss noch mal ganz kurz zurück zu Gerne, Hermes, weil Mutter, du gerne, gerne zurück zu gesagt Hermes. hast, ne, Hermes, wenn wir von den hermetischen Prinzipien oder von der hermetischen Lehre sprechen, sprechen wir von Hermes Trismegistos, was ein Unterschied ist zu Hermes. Hermes ist der griechische Gott. Dann haben wir, ich nenne ihn Tod. Ich glaube auch, dass man ihn so ausspricht. Das ist der ägyptische, den griechischen habe ich jetzt hier leider nicht. Bei Wikipedia heißt Jehuti auch als Ausdruck, also Thoth, Tod, Tod oder Jehuti. Jehut. Ja, Ja. ist manchmal auch als Pavian dargestellt. Genau. Aber die Hermetik ist begründet auf Hermes Trismegistos, ein Zusammenschluss von diesen Göttern, wobei die griechischen Götter ein Abklatsch der ägyptischen sind. Die haben, wenn du die ein bisschen mit, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt, so die Mythologien der Götter haben die griechischen. Die haben halt andere Namen, ne? Die griechischen Götter, aber immer in Bezug auch zu den ägyptischen und die sind ja viel älter. Und ich habe vor unserem Gespräch gerade gelesen, Corpus Hermeticum, die Verkörperung durch Statuen, dass die Ägypter daran glaubten, dass darin auch der Geist, ein Teil des Geistes, der tatsächlichen Gottheit wohnt und deswegen wir sie auch anbeten sollten oder, ne? Also, und uns denen widmen, wie das Spiegelbild im Wasser von uns, ne? So wäre das das Spiegelbild. Das fand ich eben gerade, habe ich gerade vorher eben gelesen, fand ich ganz interessant. Aber was ich damit nochmal, ich wollte nochmal sagen, weil das ist nämlich mehr als Hermes, wenn man sich mit der Hermetik beschäftigt. Hermes Trismegistos heißt nämlich der dreimal große, der Meister aller Meister, und zwar der Meister auf diesen drei Ebenen, Körper, Geist und Seele. Auf allen drei Ebenen. Und das ist viel mehr als der griechische Gott Hermes. Ich muss das sagen, das war jetzt einfach so ein Impuls für Das mich. ist ganz, ganz wunderbar, weil dann kann ich auch lernen, mein Verständnis zu artikulieren. Für mich ist das, was ich mit Hermes meine und Hermetik, ist der ganz große Archetypus, der eben tatsächlich auch diese Dreiheit, also aus der ägyptischen Tradition mit Tod, dann hat ja der Kontakt auch mit den Griechen bestanden, dann war es der Gott, hat dieser Archetypus sich in dem Hermes ausgedrückt und dann in dem Römischen Reich praktisch lateinisiert mit Merkur. Die sind wie Archetypen des Geistes. Das heißt, mich interessieren praktisch die drei als Gestalten gar nicht. Es geht letztlich ein Spiegel darum, was ist der Geist und Hermes Trismegistos ist, den verstehe ich natürlich auch genau als diesen einen Archetypus. Weil das ist der Kreis, das ist das eine, um den alles geht. Das heißt, für meinem Verständnis sind diese drei Ebenen, die du ansprichst, entsprechen ja den drei Prinzipien: Sulfur für die Seele, Merkur für den Geist und Sal für das Erdprinzip, für den Körper, für den Leib. Aber diese erscheinen ja erst später. Sie sind ja praktisch, diese Dreifaltung der Natur ergibt sich ja aus dem Ein und Alles. Erst einmal im Ursprung ist ja alles in allem und es gibt kein außerhalb von diesem Allem. Und Ja. deswegen ist praktisch er der über allem steht, der Geist, also fast noch
Alles ist Geist, heißt, bevor sich dann alles ausdrückt in Seele, Körper und Geist. Genau diese Diskussion und dieses Gespräch habe ich Lust mit dir zu führen. Dass Okay, wir uns die wobei, schärfen, unsere Worte und unsere Gedanken und unser Verständnis. ja, also da, siehst du, da, ich würde das jetzt so sagen, das, was du eben beschrieben hast, ist das erste hermetische Prinzip, das sehe ich genauso wie du, aber ich würde es nicht dem Hermes Trismegistos zuschreiben, sondern er ist derjenige, der das verstanden hat, der das dann eben auch an uns weitergegeben hat, der hat es verstanden und verkörpert und gelehrt, ne, so, aber er ist ja nicht das, so. Genau, der Corpus Hermeticum, also das sind ja Schriften von verschiedenen Menschen vermutlich, die Ja. aber alle, sobald sie in diesen Geist hineingehen, in diesen Geist des Ein-Allseins, des sozusagen des hermetischen Geistes, dann wird es sofort, kann man sagen, dann wirkt Hermes, dann wirkt Hermes Trismegistus. So, aber Nee. da haben wir ein unterschiedliches Verständnis. Ja, also es wirkt ja nicht Hermes Ja. oder Hermes Trismegistos, sondern er verkörpert dieses Wissen und hat es verstanden und gibt es weiter. Und wenn du dich, was er auch die ganze Zeit macht, das wird im Corpus Hermeticum andauernd in jedem Text findest, also nicht in jedem, in sehr vielen Texten findest du das, dass der seinen Schülern die Antwort erst gibt, nachdem er sagt, okay, also ich sage es immer meinen Worten, ja, ich muss mich erstmal darauf einstimmen, in Verbindung mit dem Höchsten zu kommen, bevor ich dir deine Antwort gebe und mal sehen, ob wir sie bekommen dürfen. Und im Prinzip, also ich habe so gedacht, boah, ey, der macht ja nichts anderes, als heute sagen wir zu channeln. Der hat also einen offenen, wunderbaren Kanal zum Allumfassenden, channelt dieses Wissen und gibt es weiter. Also, das, wenn man das Corpus Hermeticum liest, ist es für mich eindeutig. Ich habe mich ja, selbst weil ich ja selber 7 Jahre gechannelt habe, manchmal so darin wiedergefunden und war ganz erschrocken und dachte, wow, boah, Ehrfurcht über Ehrfurcht, total schön. Aber er ist es, er ist, du kannst ihn nicht in dir, du kannst ihn nicht in dir finden, du kannst die hermetische Lehre oder die universellen Gesetze in dir erschließen, so sehe ich es, ne, so. Und du kannst dich selber mit diesen Allumfassenden verbinden und somit wie Hermes Trismegistos in die höchsten Ebenen kommen. So würde ich es jetzt ausdrücken. Das ist ganz wunderschön. Und ich merke so, in mir gibt es so einen anderen Anklang. Es gibt so dieses, also wie bei den Smaragdtafeln, wie oben, also das obere ist wie das untere wie das obere, um die Dinge des einen, um die Wunder des einen zu wirken, ist für mich auch immer diese Entsprechung mit dem Inneren und dem Äußeren. Wobei Ja. eben das obere dem Inneren entspricht, praktisch dem Ewigen. Und das Äußere dem, ja, dem Vergänglichen auch, ne, dem Unteren, dem, der Welt der Menschen. Und Hermes, als jetzt dieser Gott verbindet ja die beiden Welten miteinander. Das heißt, es geht immer um Grenzen und Grenzenlosigkeit gleichzeitig. Wenn ich jetzt in mir erlebe und erleben kann, auch, dass tatsächlich alles, was ich erleben kann in der Welt, im Äußeren, sei es ein Hund oder ein Kastanienbaum oder eine Nelke oder eine Rose, eine Blume oder ein Menschen, dann kann die nur, kann das existieren, weil es praktisch in mir auch diese Welt sich spiegelt. Also weil diese Welt, dieses Außen in mir selbst ist. Das heißt, wenn ich etwas lerne und entdecke draußen, dann schließt es in mir neue Räume auf. Weil ich erinnere mich eigentlich, dass ich selbst Allbewusstsein bin. Das ist etwas, was ich tatsächlich zutiefst nicht glaube, sondern erfahre. Ich erfahre, dass jedes Wesen verbunden ist mit dem einen, weil es ja aus dem einen Ursprung kommt. Also es kann ja nur so sein. Aber um dieses Gespräch zu führen, müssen wir diese Rolle spielen von du bist du, ich bin ich, wir sind verschieden. Das heißt, Channeling ist eigentlich auch eine Art, ja, wie du. Das ist ja, kann ja nur deswegen sein, weil es ja in dir lebt, weil es in dir ist. Also das wäre mein Verständnis. Aber ich weiß, da haben wir ein unterschiedliches Verständnis. Können wir gerne. Vielleicht drücken wir uns unterschiedlich aus. Ja. Ich glaube, wir drücken uns Ja. unterschiedlich aus. Letztendlich finde ich das auch gar nicht so wichtig, wobei umso detaillierter, präziser man sich ausdrückt, umso einfacher ist es für den Zuhörer, das damit zu gehen, denke ich, ne? Also so empfinde ich das. Ich versuche immer alles in eine sehr einfache Sprache zu bringen, ja, damit jeder so viel wie möglich davon mitnehmen kann. Ja. Also ich glaube es eher so, dass alles von diesem Allumfassenden durchdrungen ist. Und dass aber dieses Allumfassende eine unglaubliche Vielfalt mit sich bringt. Und wir einer dieser Aspekte dieser Vielfalt sind. Und wir sind trotzdem da total durchdrungen mit.
Und wenn wir uns darauf einlassen, auf diese, wie du jetzt zum Beispiel auch sagst, höhere Ebene, genau, also da, das, es ist ja wie oben, so unten, hat auch viel mit den höheren Schwingungen eben zu tun, ne? Unten sind auf der materiellen Ebene die niedrigsten Schwingungen, oben auf der seelischen die höchsten. Und wie innen so außen, aber auch hier dieses wie innen so außen finde ich zum Beispiel so, das ist nicht immer nur das Höhere. Also es gibt ja auch innere, niedrigere Beweggründe, wie das Ego zum Beispiel oder ja, weiß was ich, negative Gedanken, dann hast du eine niedrige Schwingung in dir, in deinem Mindset so, ne? Und das ist auch wie innen und du wirst es im Außen eben dann auch so wahrnehmen. Und es gehört dann auch noch dazu, wie im Großen so im Kleinen, um das Ganze nochmal ganz zu machen. Das fehlte jetzt noch. Wie innen so außen, wie oben so unten, wie im Großen so im Kleinen. Und wenn wir auf das Höchste, was du da möchtest dahin, das empfinde ich genauso wie du, dieses allumfassende, es gibt, das bin ich. Also ich bin das, alles andere wähle ich. Aber das ist das, was ich tatsächlich bin. Dieser eine kleine Aspekt des Göttlichen, der alles von mir ausmacht, aber für das Göttliche ist es nur ein kleiner Aspekt, ja, weil das ist ja vielfältig. Ja. Und das ist das, meiner Meinung nach, das ist das, was wir sind. Und alles andere drumherum wählen wir. Da haben wir ein Potenzial von millionenfachen Möglichkeiten und das wählen wir, wie unsere Gedanken, unsere Gefühle. Wir machen es vielleicht nicht bewusst, aber trotzdem ist es nicht, das sind wir nicht. Damit drücken wir uns aus, das ist unser Werkzeug sozusagen. Und dazu fällt mir, ich möchte es gerne noch sagen, ich habe eben gerade überlegt, es gibt eine so tolle Formulierung, das ist aus einer Meditation. Ja, das heißt, warte, ich bin mir meiner selbst bewusst, ich, du, seiend, gesprochen, praktisch gemeint, aus dem höchsten Selbst. Wenn man das meditiert, also da erlebe ich Dinge mit. Ich spüre meine Göttlichkeit so enorm, das kann man wie so ein Mantra immer wieder und versuchen zu fühlen. Sag es Es noch ist so einmal. groß. Sag es noch einmal. Ja, ich bin mir meiner selbst bewusst, ich, du, seiend. Das heißt, also praktisch, wenn wir es so ausdrücken, wenn das Göttliche spricht das, ne? Und also erst ich, also ich jetzt mal als dieser persönliche Aspekt, ich bin mir meiner selbst bewusst, weil ich du sein, also dieses Ich sagt dann ich, das göttliche Ich, bin, also ist, bin ich. Ne? Das ist So. sehr, sehr gut zu verstehen. Sehr Ich gut zu liebe verstehen, was das. du sagst. Aber es ist so wunderschön und sehr berührend. Und bei mir taucht sofort dieses Sanskrit-Wort auf, Tat Tvam Asi, das du bist. Also das ist Ja. vielleicht nochmal, es ist nochmal anders gemeint, weil ich habe jetzt ja erst verstanden, dass du aus dieser Perspektive des Göttlichen schaust. Babette, es waren einfach so zwei wirklich Edelsteine darin, wo ich denke, dass wir da vielleicht mal ein bisschen noch grasen dürfen. Also wir werden auf jeden Fall auf die drei Ebenen, großen Ebenen eingehen, dass du uns die erläuterst. Aber das nehmen wir vielleicht nur mal kurz zur Seite. Und das andere war, fand ich einfach so wunderbar, dieses alles andere wähle ich. Das fand ich so großartig, weil das zeigt ja schon dieses Verständnis, auch dass ich von Hermes als dieser große Geist diese Möglichkeiten. Ich hatte vorhin gesagt, wenn ich sage, ich kann nicht, ja, dann begrenze ich mich selbst und schaffe diese Möglichkeit von ich kann nicht. Und während eigentlich ja ich auch ganz andere Möglichkeiten schaffen könnte, wie Mein ich kann oder Internet. ich tue dies oder ich tue jenes. Es hängt manchmal, aber es ist nicht schlimm. Ja. Mir ist noch ein Bedürfnis, bevor wir weiter können, sozusagen, weil für mich eben ja diese Praxis, also mit Praxis meine ich, dass ein Unterschied ist vielleicht, dass ich vor allem für mich diese Naturkunde spielt für mich eine Rolle. Bei dir geht es ja in ganz hohe Bereiche hinein, während mein Bereich einfach noch sehr elementar die Naturkunde ist, eben auch dieses, ja, die Kenntnis der Kräuter, der Mineralien und dann eben auch zu lernen, wie man letztlich mit den Dingen spagyrisch arbeitet. Und der Hintergrund ist immer die Hermetik im Verständnis, weil eben jedes Ding ein Seele, Körper und Geist als Aspekt hat. Und das ist etwas, was zunächst, wie wenn man dem zum ersten Mal begegnet, wie theoretisch wirkt und mit der Zeit, wenn man dann mit den Dingen lebt und arbeitet, einfach merkt, das ist so selbstverständlich. In der Kräuterszene, sage ich mal, wird viel gesprochen von Pflanzenwesen und manche sagen das vielleicht einfach nur so. Aber wenn du wirklich viel destillierst und kalzinierst und mit den Dingen umgehst, dann erlebst du, dass wirklich jedes Ding, also sei es ein Rosmarin oder ein Salbei, hat einen seelischen Aspekt.
Und das ist ganz klar. Der ist so, so klar, dass wir den oft vernachlässigen, weil wenn ich ein ätherisches Öl zum Beispiel habe vom Salbei, dann erkenne ich unmittelbar, hey, da ist der Salbei da. Ich brauche den nicht mal sehen. Ich kann merken, der ist da. Und wenn ich einen Rosmarin habe, rieche ich, oh, jetzt der Rosmarin ist da. Das heißt, natürlich ist das der seelische Aspekt und das ist der Wesensaspekt. Der ist für mich in meinem Leben und in dem, was ich hier sozusagen verwirklichen möchte, immer das allererste. Wenn ich einem Menschen oder einem Ding der Natur begegne, möchte ich immer diesem Sulfur, diesem Wesen begegnen, das Wesentliche erkennen. Deswegen ist es für mich auch ungewöhnlich, so dieses, jetzt so diese Auseinandersetzung und wir ringen so praktisch um diese Begriffe, aber ganz spannend auch, weil mir geht es immer um das Wesentliche. Und in der Hoffnung, dass auch aus diesem, aus dieser Begegnung, aus diesem Gespräch zwischen dir und mir und dem, was wir in unserem Leben erfahren haben, so wie ein drittes Wesentliches auch sichtbar wird. An der Stelle eben nur kurz der Hinweis, dass diese praktische Arbeit im indischen Rasa Shastra bedeutet, also die Kunst von Rasa, und Rasa ist die Bewegung oder die Lebendigkeit, und es bezeichnet eben das Quecksilber, und damit sind wir wieder bei Merkur. Merkur ist immer der, der praktisch über dem Ganzen steht, der eine Planetenkraft ist, der aber auch eins der drei Prinzipien ist, der aber auch das Ein und das Ganze bezeichnet. Und das, so hast du vielleicht mehr Zugriff auf mein Verständnis. Also für mich ist Merkur praktisch der Schlingel, der sich nicht fassen lässt, der das Ein und Alles, wenn du so möchtest, bezeichnet. Alles ist Geist, der als die drei Prinzipien, als einer der drei Prinzipien vorkommt, nämlich Merkur und der andere ist Sulfur und Sal. Und aber auch als einer der sieben Urkräfte, Sonne, Mond und praktisch die Sterne und dann eben Merkur, der ganz kurz bei der Dämmerung sich zeigt und da eben in der Dämmerungszeit gegenwärtig ist. Das ist also ein kleines, ganz kleinen Hinweis, dass du ein bisschen mehr in meine Welt schauen kannst, ohne es zu sprechen, ist es ja nicht möglich. Ja, es ist ganz interessant. Also du ordnest Merkur oder Hermes, sagst du ja Ja, dann, Hermes. als Geist ein, also einen von diesen drei Ebenen praktisch als geistige Ebene ein. Sehr spannend. Sehr spannend. Also ich mache es komplett anders. Für mich ist das, wie ich schon gesagt habe, ne, Hermes Trismegistos. Die Gottheit, die dieses Wissen an uns weitergibt. Das finde ich aber jetzt ganz spannend, weil es sich auch alles immer nur um den Geist dreht. Also aus meinem hermetischen Verständnis ist das eine geistige Lehre. Also das fand ich gerade eben ganz Genau, spannend. es ist eine geistige Lehre, muss es ja sein. Absolut. Es geht nur um den Geist und es sagt ja auch, alles ist Geist. Also selbst Materie ist Geist, so, ne? Und Genau. das bestätigen unsere Wissenschaftler heute auch so, ne? Das finde ich ganz spannend. Aber Das ich habe ist noch super. eine Frage dazu, weil das Ja. fand ich auch ganz schön, wie du das eben geäußert hast. Ich würde gerne ein bisschen mehr Einblick bekommen, wenn du sagst, du möchtest dem Wesen begegnen. Also für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt an Kräuter denke, dann kommt bei mir sofort die Entsprechungslehre, also die hermetische Entsprechungslehre, das zweite hermetische Prinzip. Und ich sehe in jedem Kraut gibt Wunderschönes es. Wort, neues Kräut ist Wort, auch schön, ne? Kreuz. Genau. Kreuz, ich bleib dabei. Im Kreuz. Also da gibt es halt eine Entsprechung, ne? Also das gibt ja für alle Krankheiten, die wir haben, ein entsprechendes Kraut auf unserer Welt, was das heilen kann, ne? Und sie nennen es dann die Entsprechungslehre. Also so finde ich dann vielleicht, was hast du gesagt, im Salbei die Entsprechung für Hals, für meinem Hals und hier also irgendwie eine Befreiung zu finden. Und wie machst du das noch mit dem Wesen? Das finde ich super spannend. Das hast du so schön ausgedrückt. Wie empfindest du das Wesen? Wie nimmst du das wahr? Ja, ich danke dir für diese Frage. Es ist eine großartige Unterhaltung und ich finde es wunderbar, weil du sagst, das entscheidende Wort ist Entsprechungen. Wenn alles aus einem entstanden ist, gibt es Fäden in der Natur, wie bei einem Webwerk. Und da haben wir eben genau zum Beispiel, wie die Sonne, das Solare sich ausdrückt, ist die Sonne ein Ausdruck von der solaren Kraft, die sich dann wieder zeigt in dem Metall des Goldes zum Beispiel, die sich zeigt im Körper, im Herzen, die sich zeigt in dem Pflanzenwesen der Arnika oder im Johanniskraut, die sich zeigt im Tier, vielleicht im Hirsch und im Löwe.
Das heißt, wir haben solche Fäden. Wir haben vielleicht den Faden Mond, da haben wir das Silbrige, ja. Sogar bei Harry Potter heißt es immer, wenn diese Sil sind, gibt es so pensiv das silbrige Faden. Das hat mit dem Gedächtnis, mit dem Gehirn zu tun. Es hat mit dem Meer zu tun, mit dem Wasserelement, während wir vorhin das Feuer hatten. Hat zu tun mit Pflanzen vielleicht wie der Seerose, der Vogelmiere, die schleimig und weiß sind, mit Wurzeln, mit dem Eibisch. Das heißt, wir finden überall Entsprechungen. Und das ist genau das, was ich als Naturkunde bezeichne. Also das, woraus ich schöpfe und was ich mit Liebe forsche und da in der Natur als Lehrerin erkennen darf. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich da immer weiter Schüler und Student bleiben darf, eben in der Schule der Natur, sind genau diese Webfäden zu begreifen. Und jetzt hattest du auch gefragt, wie mache ich das? Das ist das Schöne, dass wir anschauen dürfen in der Natur. Wir dürfen zum Beispiel schauen, hier in unseren Breiten haben wir wirklich so einen Jahreskreis. Und das heißt, wir haben einen Mittsommer, wir haben einen Mittwinter und wir haben diese Übergangszeiten. Und wenn ich dann verstehe, welche Pflanze feiert wann ihren Höhepunkt, zum Beispiel das Johanniskraut und die Arnika, die blühen zum Mittsommer. Das heißt, die blühen genau da, wenn die solare Kraft, das Sulfurprinzip am größten ist. Worauf schauen wir bei den Pflanzen? Auf die Blüten, die goldgelb sind. Die Blüte ist an sich schon der Ausdruck des Wesentlichen des Sulfurprinzips, ganz klar. Wann sammle ich, wenn wir zum anderen Bereich hingehen, wann sammle ich Wurzeln? Wenn die Kraft wieder in der Nacht zurückkehrt zur Regeneration, wenn die Säfte nach unten gehen, ins schwere Element, in die Erde, ins Wasser, dann kann ich praktisch in der Nacht oder am Abend oder so Wurzeln graben. Ich grabe die im Herbst oder im Frühling. Ja, im Winter ist der Boden vielleicht gefroren, aber ich grabe die weniger im Sommer, wenn ja die Pflanze sich ganz nach außen entfaltet. Das heißt, ich brauche nur offen schauen und erleben. Sehr aufmerksam sein. Sehr aufmerksam sein. Und dann geht es natürlich noch einen Schritt weiter, weil wenn man dann Lust hat, spagyrisch zu arbeiten, das heißt, dass man dann auch mit den Pflanzensalzen arbeitet, dass man auch die Tinktur macht und dann die Pflanze noch verascht. Und diese Asche ist erst schwarz und die bringt man so weit, bis sie ganz weiß wird. Und dann kommt man mit dem Wasser, laugt diese Asche aus, filtert die und dann hat man ja eine Salzlauge, die man nur noch abdampfen lässt. Und dann findet man auch verschiedene Strukturen. Und je nachdem, wie sich praktisch die Pflanze zeigt in diesem spagyrischen Prozess, lerne ich wieder weitere Dinge. Eine Pflanze hat einen hohlen Stängel, andere hat einen ganz harten Stängel. Die eine, die hat Salze, die ganz bitter schmecken, die anderen schmecken ganz süß. Das heißt, ich kann über alles, was ich erfahren kann, übers Sehen, übers Hören, durch Schmecken, durch die eingegliedert sein in Raum und Zeit, durch meine Prozesse der Destillation, Kalzination, bekomme ich ständig Informationen über das Wesen. Und am Schluss lebe ich mit diesem Wesen, mit diesem Salbei, als wäre es ein Mensch unter uns gesagt. Also wirklich unter uns bekommt es dann so eine Qualität, dass ich merke, ja, der Salbei ist nicht einfach nur irgendwie so eine Pflanze oder so ein Kraut, sondern es ist wirklich etwas Wesenhaftes, was mir da begegnet. Finde ich toll. Also kann ich gerade so richtig mitfühlen, wie du darin aufgehst und wie tief du dich damit beschäftigst. Dabei ist mir gerade so der Gedanke gekommen, ja, es hat ja auch, man kann es ja in unterschiedliche Erscheinungsformen bringen, ne? So, und wenn man es dann räuchert, zum Beispiel, ich räuchere auch total gerne, dann hat das ja, das hat eine feinstofflichere Wirkung, als wenn ich jetzt meinetwegen, was ich auch gerne mache, ist, weil ich gerade mit meinem Husten habe, ne? Gurgeln? Na, nein. Nein, ich nehme hier, ach Mensch, ich komme nicht. Inhalieren. Nein, ich pflücke mir einfach das Kraut und kaue es. Ja. Jetzt komme ich doch nicht auf diesen Begriff. Aber das ist eine, wenn du suchst nach dem Wort von der Pflanze, Genau. das ist ganz, ganz toll, dass es dir jetzt passiert ist. Dass immer wenn mir das passiert, dann heißt es, dass ich mehr lernen darf von diesem Wesen. Es ist so, wenn wir über die Wiese gehen und sagen, da ist der Gänseblümchen, da ist der Löwenzahn, dann merkst du, was wir machen? Wir beschränken. Dieses Ja. Ding mit dem Namen. Wenn dir auffällt, dass dir ein Pflanzenname plötzlich nicht einfällt, also mir passiert das mit Pflanzen, die ich seit Jahren kenne, wo über die ich alles weiß, wie man die Ja, anwendet, ja. plötzlich weiß ich den Namen nicht, dann weiß ich jetzt kann ich wieder was Neues lernen. Jetzt darf ich ein bisschen meinen Geist wieder erweitern. Okay, Weil also ich ich pflück's mir beschränke die gerade Pflanzen mit dem Namen. spitzwegerig, habe ich jetzt aber jetzt Ja. wiedergefunden. Und Schön. ja, ist was anderes. Ich pflücke das und esse das, ne? So. Ist was anderes, als wenn ich es trockne und dann verräuche, ne? Also habe ich jetzt gerade so drüber nachgedacht.
wie anders die Bedeutung ist, dass ich in den viel feinstofflicheren, in eine viel feinstofflichere Ebene komme, wenn ich es verräuche, als wenn ich es so zu mir nehme. Fand ich eben, habe ich einfach eben gerade gedacht, weil du Ja, so aber schön erzählt nur hast. weil du das ganze Prinzip der Spagyrik jetzt intuitiv schon erfasst hast, weil wir ja genauso gesagt haben, der Ausgangspunkt war, und da können wir vielleicht zu den drei Ebenen auch überleiten, Ja. dass du dein Verständnis erläuterst, weil Seele, Geist und Körper, beim Räuchern ist der seelische Aspekt, das Verbindende, ganz stark Genau. im Vordergrund, das Merkurielle. Wenn wir jetzt sagen, ich nehme die Pflanzenasche und gewinne die Salze, dann ist das der leibliche Aspekt, der Saalaspekt der Pflanze. Und wenn ich eben destilliere und dann habe ich die ätherischen Öle, die ja ganz subtil sind, weil es braucht nur ganz wenig Wärme und die verdunsten, das heißt, sie sind sehr hochschwingend und sehr intensiv. Das ist der seelische Ausdruck, das ist die Seele der Pflanze, wie wir durch Destillation die ätherischen Öle oder Hydrolate bekommen. Und dann werden in der Spagyrik ja wieder vereinigt. Sie werden praktisch geschieden, gereinigt und auf einer höheren Ebene setzt sich dann das, ja, Ewige zusammen, weil die sind nicht mehr vergänglich. Ätherische Öle werden nie schlecht, können gar nicht schlecht werden. Alkohol, der durch die Gärung entsteht, darüber hat man noch nicht gesprochen, da entsteht der Spiritus, der Geist, Spirit, Ach, durch cool, habe ich noch nie Vergärung, drüber darüber haben wir nachgedacht. gesprochen. Ja, Destillation, cool. ätherische Öle, Fermentation ist der zweite Prozess auf Geistebene, entsteht dann der Spirit, also der Alkohol. Alkohol konserviert, ist ewig. Vergeht nicht. Und dann auf der untersten, also auf der letzten Ebene direkt ins Feuer, in einem irdenen Gefäß. Und irdenes Gefäß, es braucht das direkte Feuer. Das ist sozusagen die irdischste Ausdrucksform. Und dann gewinne ich die Salze. Salze konservieren. Und dann setzen wir die drei wieder zusammen, bringen wir die ätherischen Öle mit den Salzen und mit dem Geist, mit dem Alkohol zusammen und haben eine spagyrische Essenz, die nicht schlecht werden kann. Die wird nur immer besser, weil die Elemente verbinden sich wieder miteinander und wir haben Geist, Seele und Körper gereinigt und das ist dann natürlich eine Arznei. Muss sie ja sein, weil sie ja wirklich so eine hohe Schwingung hat danach. Ja, so So viel die von mir jetzt. Essenz, so da ist ja die Essenz, die Aussage extrem drin. Ja, total toll. Schön, schön, das mal so gehört zu haben von dir. Ganz logisch, ganz, ganz toll, super. Ja, siehst du, also kann ich komplett nachvollziehen, dass du da vollkommen drin aufgehst. Finde ich super. Und bei mir ist ja eher, ich beschäftige mich unglaublich viel auf der geistigen Ebene. Und aber auch auf der seelischen, also die und die, na ja, es ist ja dann die dritte, ist auch dabei, ne? Also aber immer aus der, Genau. ja, es ist schon alles zusammen, aber mit dem Menschen, so vielleicht, ne? Ich Ganz genau. beschäftige mich mehr mit dem Menschen und du dich mit der, mit dem Natur. Natur, mit den Pflanzenwelt, ne? So, genau. Ja, das ist natürlich, ja, ist halt einfach anders, ne? Und wenn du dich mit den Menschen beschäftigst, sind halt andere Themen da, die du dann aber durch deine Arbeit, entsprechend der Entsprechungslehre, die Hilfsmittel dazu bieten könntest, ne? So, das zu unterstützen, bestimmte Prozesse zu unterstützen. Toll, finde ich richtig Wow, gut, finde ich richtig gut. ich danke dir, weil das ist das, was mir dämmert langsam, weil wir sagen zum Beispiel manchmal, jemand sagt, komm zu mir und sagt, Christoph, in mir gärt es. Und dann kenne ich natürlich den Prozess der Gärung. Oder jemand sagt, ah, irgendwie ist es noch nicht klar. Und dann, okay, man wirft ins Feuer oder man filtert oder man destilliert. Das heißt, jetzt verstehe ich. Jetzt, also deswegen wollte ich gerne auch mit dir in dieses Gespräch, weil ich merke, wir sind praktisch so, es sind wie so zwei Seiten einer Münze und es ist natürlich eine Münze. Du bist in diesem Bereich mit den Menschen, in diesem Coaching auch im allerbesten Sinne, die Hermetik für den Menschen ganz da. Und ich habe bis jetzt in meinem Leben sehr viel in die Natur hinausgeblickt. Und jetzt zeigt sich das eben, dass auch Menschen, ja, dass es so eine Balance gibt, aber in viel Natur. Und auch ein wenig Menschen so. Jetzt hast du das Wort, ich möchte. Okay, also für mich ist es so, das sind ja ein bisschen, das sind ja unterschiedliche Bereiche und der Mensch unterscheidet sich ja doch noch sehr von der Pflanze. Der hat ja einfach auch aus der hermetischen Lehre diesen göttlichen Anteil in sich, der die Hermes Trismegistos sagt, wir Menschen sind sterblich und unsterblich zugleich. Und es gibt halt einen sterblichen Teil und manche, die die Unsterblichkeit nicht erreichen, werden eben sterben, so, ne? Aber mit der Unsterblichkeit, mit dem göttlichen Teil, also wir haben einen menschlichen Teil und einen göttlichen Teil in uns. Und dieser göttliche Teil ist halt schöpferisch, so dass wir
wählen können. Das kann die Pflanze nicht. Die Pflanze bleibt immer diese Pflanze und der Mensch kann seine kann sein Leben sein durch seine persönliche Schöpferkraft, wenn er sie denn entdeckt hat, nach also selbstbestimmt einfach gestalten. Das hört sich sehr, sehr einfach an, wenn man die Prinzipien kennt. Es ist nicht schwierig. Das Schwierige ist, dass wir nicht so aufwachsen und dass man erstmal all das, was uns daran hindert, nach unserer eigenen Vorstellung zu schöpfen, erst einmal verringern muss, wandeln muss, transformieren muss, bevor das eben dann in die Richtung geht, die man will. Das ist das Schwierigste daran. Also ich kann sehr gut wahrnehmen, wie Menschen denken und welcher Gedanke dann wohin führt. Ja, das ist halt dann einfach die größte Arbeit, wenn da schon das ganze Unterbewusstsein mit Ängsten gefüllt ist und mit einem sehr schlechten Selbstwert, was fast alle Menschen haben. Fast alle Menschen haben einen schlechten Selbstwert. Da musst du da erst einmal ganz, ganz viel Wissen reingeben in den Geist und Verständnis, dass du bist kein schlechter Mensch, du bist ein guter. Und warum ist das so? Und wie kannst du das selber auch erfahren? Das sind jetzt schon manchmal Jahre, die dann vergehen, bis man da angekommen ist, wo man sich wirklich selbst auch lieben kann und sagen kann, ja, ey, ich liebe mein Leben. Es ist großartig. Ich liebe mich selbst. Das können leider nicht so viele Leute sagen. Und das liegt halt also meiner Meinung nach liegt es daran, dass zu wenig Wissen da ist und keiner darauf kommt, die richtigen Gedanken zu denken und das Richtige zu wählen für sich. Nicht, dass sie es nicht wollten, sie wissen Was es einfach nicht. könntest du jemandem empfehlen, der jetzt spüren kann in sich diese Elemente von ich bin nicht liebenswert? Was sind die richtigen? Wie können die Gedanken formuliert oder geformt werden? Wie formt sich das in deiner Erfahrung nach mit den Menschen? Wie gehen diese Prozesse oder ja, wie stellt sich das dir dar? Also Ja, dazu ist vielleicht auch nochmal ganz spannend gerade. Ich hatte ja, also mein Weg ist ja so ungewöhnlich und ich habe die ersten 7 Jahre meines spirituellen Weges habe ich ja einen geistigen Führer an meiner Seite gehabt namens Adam. Das muss ich eben einmal sagen, weil mich das so unterscheidet von so vielen Menschen, der 2 Jahre jeden meiner Gedanken kommentiert hat. Ich habe den besten Lehrer ever gehabt. Es ist wie Hermes Trismegistos im eigenen Kopf zu haben. So. Jeden Gedanken hat er kommentiert mit, Babette, wenn du so denkst, wird das und das für dich in Erscheinung treten. Du möchtest aber jenes erreichen, dann musst du den Gedanken so und so fassen. Und das habe ich 2 Jahre fast täglich gehört. Also fast immer habe ich gehört, na, kein guter Gedanke, besser so oder so. Ich habe manchmal auch gehört, ja, stimmt, genau, ist gut. Das war nicht so oft. Dann hat er mir zum Beispiel auch hier so Entsprechungslehre, ne? Dann hat er mir erklärt, wenn ich im Garten irgendwelches Unkraut gezupft habe, wofür das steht und was das bedeutet für mein Leben. Wenn du das jetzt hier wegnimmst, bedeutet es das und das in deinem Leben. Dann haben wir haben zu der Zeit gerade ein Haus gebaut und dann sagt er so, jetzt habt ihr diesen Weg hier gelegt, ab jetzt kommen Leute zu euch, kommen zu mir und möchten, also ich war da ja Channel Medium und es war genau so. Also, und wir mussten auch vorher diesen Weg gelegt haben. Und das hat er alles erklärt. Er hat mir erklärt, wenn ich in irgendein Haus gekommen bin, anhand dessen, wie das eingerichtet war, was für ein Mensch da lebt. Das kannst du ja sehen da und da hat er mir alles erklärt. Er hat mir erklärt, wenn jemand mich angelogen hat und woran ich das erkennen kann. Er hat mir alles ständig, also wenn du so selber drüber nachdenkst, wir denken sehr viel. Und jeder Gedanke wird 2 Jahre lang kommentiert. Es gibt keine bessere Schule. Also, deswegen kann ich von mir sagen, ich kann Menschen darin schulen, also den Geist schulen, weil ich selber so geschult worden bin. Nach 2 Jahren hat er gesagt, okay, ist jetzt ruhig, wenn ich was wissen möchte, muss ich fragen. Und dann konnte ich, habe ich auch, ne, ich habe ganz viel gefragt und habe immer eine Antwort bekommen. Und vor allen Dingen so liebevoll, so voller Geduld. Es war, weil mich viele fragen, Gott, ist das nicht anstrengend, ist das nicht nervig gewesen? Nie, weil die Liebe so hoch war. Er hatte eine Geduld mit mir, der hat mir die Dinge halt auch 50 Mal erklärt, wenn ich es brauchte. Nie mit einem Vorwurf oder irgendwie so. Das war einfach großartig. So, und das muss ich jetzt mal einmal vorwegnehmen, vielleicht um ein Verständnis davon zu haben, warum kann ich auf dieser geistigen Ebene, warum kann ich darüber so sprechen, wie ich darüber spreche? Ich habe wirklich eine große Wahrnehmung davon einfach geschult bekommen. Und
Warum ich das auch sage, ist, das erste, was, also eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe von Adam, war, wenn 100 Leute zu dir kommen mit derselben Thematik und die haben dieselbe Frage, gebe ich 100 verschiedene Antworten. Deswegen kann ich deine Frage nicht beantworten, so wie du sie gestellt hast. Das kann man nicht sagen. Jeder Mensch hat einen anderen Grund, warum sein Selbstwert so schlecht ist. Weißt du, und den muss man sich genau angucken. Und dann findet man das. Und dann weiß ich, was kann ich bei dir tun oder was kannst du dafür tun, dass der besser wird. Aber es gibt keine Pauschalaussagen. Also bei dir ist so zu spüren, ja, dass du aus dieser Schulung heraus, aus dieser wunderbaren und sehr effektiven Schulung heraus, jetzt eben genau das eigentlich mit deinen Schulungen und deinen Ausbildungen für andere Menschen es anbieten kannst. Wobei sich immer die Schwierigkeit dann steht, dass du dann immer genauer lesen musst, weil du ja nicht die Gedanken unmittelbar sehen kannst, aber du kannst sie vielleicht fühlen, du kannst sie wahrnehmen, du kannst darauf verlassen, dass die Menschen sich auch äußern mit dem, wie sie sich äußern. Ja, und diese liebevolle Art, diese geduldige Art ist einfach auch etwas, was wunderschön wahrzunehmen ist im Gespräch oder bei dir. Das ist das, was ich auch so als ein Wesen von wahrnehme bei dir. Und das ist natürlich etwas ganz etwas sehr, sehr Schönes. Also danke für dieses Kompliment. Vielen, vielen Dank, weil das ist wirklich etwas, was ich so sehr wertgeschätzt habe an Adam. Das ist jetzt schon so lange her. Also das hat ja angefangen, das sind ja, ich kann es jetzt nicht so schnell rechnen, es waren 7 Jahre am Anfang. Jetzt bin ich 29 Jahre dabei. Nach 7 Jahren hat er sich verabschiedet und dann muss ich meinen Weg alleine weitergehen. Und seitdem, also vielleicht nochmal so folgerichtig, was passiert ist. Ich habe, ja, er sagte dann irgendwann so, ich kann auch durch dich sprechen zu anderen, durch dich hindurch. Und das war für mich ganz schlimm, wo ich dachte, oh Gott, nee, das kann ich nicht. Ich war vorher ein bisschen spirituell, das muss ich noch dazu sagen. Es ist einfach, ja, bei mir passiert durch ein Lichterlebnis, hat sich mein Leben so verändert. Und dann auf einmal sollte ich so das Spirituellste überhaupt verkörpern. Ich wusste nicht mal diesen Begriff channeln. Das habe ich vorher nicht mal gehört. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann sollte ich in diese Rolle gehen. Ich habe es dann gemacht, weil ich will es gar nicht so ausführen. Aber in diesen 7 Jahren hat sich meine Wahrnehmung so verändert. Also dadurch, dass Adam durch mich gesprochen hat und zu so vielen Menschen so viel Weisheit weitergegeben hat sich meine innere Wahrnehmung verfeinert. Ich habe also, vorher war das immer nur, das floss das durch mich durch. Ich habe es auch erst gehört, wenn ich es ausgesprochen hatte. Dann habe ich dazu Bilder gesehen. Dann habe ich irgendwann dazu gefühlt. Und dann zum Schluss, nach 7 Jahren, habe ich es gewusst. Ich habe das gewusst, was er gesagt hat. Und dann hat er gesagt, so, meine Ausbildung ist jetzt zu Ende, jetzt gehst du allein weiter. Und seitdem kann ich halt auch in der Akasha-Chronik lesen. Und dann kann ich auch sehen, wie jemand denkt. Aber dafür muss ich dann in der Akasha-Chronik lesen. Jetzt in einem Gespräch mit dir kann ich das nicht. Aber ich weiß, worauf ich achten kann. Ich kann auch vieles erfragen. Man kann einfach auch vieles erfragen. Stimmt, ja, stimmt, ja. Ne? Und dann kriegt man ganz schnell mit, wo der Punkt liegt, an dem man dann arbeiten kann. Und das Schöne ist ja, wenn man das verstanden hat, ich weiß, glaube ich, das haben wir vorher besprochen, dass wir nicht das sind, was wir denken. Sondern wir sind ja mehr als das, was wir denken. Haben wir das jetzt hier besprochen oder Wir haben das vorher? gar nicht besprochen, aber das steht die ganze Zeit im Hintergrund. Ich bin sozusagen nur fast müßig, das zu sagen, weil es so selbstverständlich ist, dass ich ja bewusst wahrnehme, dass ich denke, dass ich bewusst wahrnehme, dass ich fühle. Also bin ich im Tiefsten, ist ja völlig klar. Das Bewusstsein ist das, was du hast vorhin so schön gesagt, es gibt einen sterblichen Teil und einen unsterblichen Teil, beziehungsweise Corpus Hermeticum, also Hermes Trismegistus sagt es. Und das Unsterbliche in uns ist das Bewusstsein. Ich weiß es, weil ich es erfahren kann. Also weiß ich, dass es für alle anderen auch so ist. Interessanterweise meinen manche Menschen, dass es für sie nicht so ist oder meinen das für sich nicht zu erkennen. Und damit ist die Unterscheidung zwischen Seele und Geist noch nicht getroffen. Und damit ist eigentlich noch irgendwie wie eine Spagyrik nicht, noch nicht entfaltet. Aber das ist, jeder Seelenweg hat ja auch seine eigene Dynamik und seine eigene Richtigkeit. Und jeder ist ja richtig, wo er ist und wie er ist. Also auch das dazu, oder? Also auch zu sagen, Absolut. ich habe so Lust, auch auf dein Buch nochmal in dem Zusammenhang zu sprechen zu kommen. Allein wenn du nochmal den Titel vielleicht von dem einen Buch von dir, dieses so wesentlich. Yes. Ja, das heißt, Eigenlob duftet und glitzert, Hermetik im 21. Jahrhundert. Und den Titel habe ich tatsächlich bewusst so gewählt, weil da kommt ja jetzt Bei nämlich uns, relativ Entschuldigung, bei gleich. uns ist jetzt gerade der große Regen losgebrochen. Deswegen Okay. brauche ich es nochmal ein bisschen lauter. Das Buch heißt
Eigenlob duftet und glitzert, Duftet. Hermetik im 21. Jahrhundert. Das ist der Untertitel. Ich habe es Eigenlob duftet und glitzert genannt und nicht nur Hermetik im 21. Jahrhundert, weil nämlich, jetzt kommt hier die Schleife zu dem, was wir eben gesprochen haben, so viele Menschen einfach ein Selbstwertproblem haben. Weißt du, es ist auch so, du strampelst dich ab und hast dein Ziel erreicht. Und dann darfst du nicht stolz darauf sein und du darfst dich nicht freuen und du darfst es nicht feiern, sondern so, ja komm, Eigenlob stinkt, ne? Und das ist so unsinnig. Also umso mehr wir uns selbst mit unserer Schöpferkraft feiern und uns darin wohlfühlen, umso leichter wird das nächste Ziel, was wir erreichen, zu erreichen sein. Wenn wir das aber klein machen, so, ach komm, nicht dafür, und das ist alles, ne, so unterm Teppich kehren, dass wir was Tolles erreicht haben oder uns gut fühlen oder irgendwie, das ist ja auch ein Ziel oder das ist ja auch etwas, was wir erreicht haben, dass wir uns gut fühlen und das nicht nach außen strahlen dürfen. Also das ist einfach verkehrt Welt und deswegen habe ich das provokativ so genannt, das Buch. Wunderbar, ich lieb das, lieb den Titel, weil auch natürlich das ja dem anderen nicht dient, wenn ich das herunterspiele, sondern eigentlich, wenn ich es angemessen feiere und diese Freude in die Welt bringe, dann bin ich auch wieder so wie ein, ja, dann ermutige ich ja mein Mitmenschen auch das gleich zu tun. Also ich sehe den Aspekt auch sehr stark zu sagen, hey, ich habe Lust, mich mit dir zu freuen. Ich habe, welche Erfolge darf ich mit dir feiern? Und dieser Aspekt, ich sehe das sogar noch ein, also ich sehe den Punkt ganz, ganz wesentlich, muss ich ehrlich sagen, weil wir feiern im Leben auch viele Übergänge. Das Kind wird zum Jugendlichen, der Jugendliche wird zum Mann oder zur Frau oder wird erwachsen, heirat, das Kind kommt auf die Welt. Also es gibt ja auch Dinge, die sind wie Initiationen, die sind wie Übergänge, die wir auch entweder sagen könnten, na ja, jetzt ist es halt so, oder wir können sagen, hey, ich bereite mich darauf vor, ich freue mich, dieses Kind kommt zur Welt, wir feiern jetzt, jetzt sind wir zu dritt oder wie auch immer. Ja, also, dass wir ganz bewusst auch diese Dinge feiern dürfen und feiern können, das wäre für mich ein Aspekt von Kultur. Ja, und es ist extrem hermetisch auch, ne? Also ich feiere zum Beispiel auch Wie siehst du? jeden kleinen Erfolg. Mhm. Einfach aus dem Verständnis heraus, wie die hermetische Wirkungsweise im Leben ist. Also wenn mein Geist, wenn ich mir vornehme, bestimmte Dinge am Tag zu tun, jetzt mal einfach in den Alltag hineinzukommen mit der Hermetik auch, ne? Ich nehme mir ja drei Dinge vielleicht vor und dann habe ich die getan. Und ich tue so, als wenn das nichts wäre, ja? So. Dann habe ich die getan, aber die haben nicht die Auswirkungen. Es ist ja alles, was wir denken, gepaart mit unserem Gefühl, hat einfach eine viel größere Auswirkung als nur der Gedanke an sich. So, wenn wir da das fühlen, und ich habe mir jetzt vorgenommen, ach, weißt du was, ich meinetwegen den Newsletter heute zu schreiben, das ist das, was wir heute noch vorgenommen haben. Ja. Dann habe ich den geschrieben, wenn ich den geschrieben habe, dann kommt in Anführungsstrichen eine kleine Feier, eine Reflexion. Ich habe das erreicht, es ist das erfolgt, was ich in meinen schöpferischen Prozess gegeben habe. Ich mache das bewusst, ich bin in der Schöpfung dieses Newsletters. Und hinterher habe ich das erreicht. Das heißt, es ist erfolgt, was ich wollte. Wenn ich das nicht mache, wenn ich mir jetzt zum Beispiel sage, ich schreibe heute meinen Newsletter, ich schreibe den aber nicht, und ich gehe darüber hinweg, dass ich ihn nicht geschrieben habe, speichere ich in mir, das ist eine Ursache-Wirkungskette, die ich antrigger, dass das, was ich mir vornehme, überhaupt gar nicht wichtig ist. Also es muss nicht erfolgen, was ich möchte. Mache ich davon viel, bin ich kein erfolgreicher Mensch. Das ist in mir abgespeichert. Und wenn ich dann aber irgendetwas erfolgreich erledigen möchte, fällt es mir viel schwerer als demjenigen, der darauf achtet, dass auch all das Kleine, was ich mir vornehme, erfolgt. Dann habe ich nämlich in mir schon eine Resonanz darauf aufgebaut, dass das, was ich sage, auch erfolgt. Und ich zum Beispiel Bravo. Ja. erreiche einfach viel, viel schneller als viele anderen das, was ich mir wünsche, weil ich darauf achte. Und dann kommt ja manchmal auch was dazwischen, das muss ich vielleicht noch was sagen. Also wenn euch was dazwischen kommt, ist ja nicht schlimm. Das muss man dann nur auch einordnen und sagen, so, ah, ich kann jetzt doch diesen Newsletter heute nicht schreiben. Es ist eine bewusste Entscheidung, es nicht zu tun, weil, und ich begründe es. Und dann kommt meine Ursache-Wirkungskette nicht, ja, wird halt nicht geschwächt dadurch. Sei denn, ich mache das ständig. Ne? So, das wäre auch schlimm. Aber das ist zum Beispiel so etwas, eine Kleinigkeit für den Alltag, den ich einfach, das habe ich einfach verstanden. Also Schöpfung, also dieses schöpferische Potenzial, was in uns liegt,
eben auch für unseren Alltag einzusetzen, dann wird es halt leicht. Und wenn du dann am Abend siehst, was ist alles erfolgt, was ich wollte, und dann feierst du deinen Abend. Das heißt ja Feierabend, ne? So. Ja, genau. Feierabend, das ist gut, weil man dann, das Tagwerk ist getan und man kann die Ernte einfahren, man schaut zurück, man ist dankbar für das, was man leisten durfte an dem Tag. Das ist wunderschön. Der Hinweis ist so ein Aspekt von, diese Kulturen möchte ich gerne wachsen und blühen sehen, weil es stärkt wieder den Menschen und ist auch immer dieser Aspekt, dass jeder in seine Souveränität, in seine Schöpferkraft hineintreten kann und jeder in seinen, wirklich das auch dann schafft in der Welt, das ihm wesentlich ist. Da decken sich ja die Dinge. Das ist ja genau das, worum es, was ich möchte, fördern möchte, dieses, dass jeder wesentlich zu seinem kommt eigentlich, zu dem, was ihm oder ihr wesentlich ist im Leben und das mit Freude schaffen kann, sodass die Dinge, ja, dann wird das Leben irgendwie leichter und schöner und freudiger und auf einer anderen Schwingung vielleicht, können wir auch so sagen. Ich habe Ja, mich im schön. Hintergrund noch gefragt, ob du zu den drei großen Ebenen, ob du da wie noch etwas sagen möchtest, Ja, klar, kann ich was machen. dir da wichtig wäre, was dir da im Moment wichtig ist. Ich kann es immer mit ganz einfachen Sätzen wirklich auch kurz sagen, was aus meiner hermetischen Sicht wichtig ist. Also Körper, Geist und Seele. Du hast ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, ne? Also ich nenne es so in, mit wirklich einfachen Sätzen. Die körperliche Ebene ist die Ergebnisebene. Auf der körperlichen Ebene sehen wir nur das Ergebnis aus unserer geistigen Ebene. Und die geistige Ebene ist unsere schöpferische Ebene. Jeder Gedanke ist ein Schöpfungsprozess und verursacht eine Wirkung. Also es ist ganz, ganz wichtig. Es ist eine unglaublich wichtige Ebene für uns, da achtsam zu sein, was wir da denken. Aber eben, wie gesagt, die körperliche Ebene zeigt uns, tritt in Erscheinung, da tritt die geistige Ebene in Erscheinung. Was haben wir denn da so gedacht? Ne? So, das werden wir da sehen anhand von Situationen, von ja, das, was wir da wahrnehmen. Ne? Das, so, das ist immer, es entspricht unserem Inneren, wie innen so außen. Und die seelische Ebene ist die richtungsweisende Ebene, weil die die unsterbliche Ebene ist. Das ist eben der göttliche Anteil in uns. Und richtungsweisend deswegen, wenn ich darauf achte, was meine Seele zu meinen Gedanken meint, und die Seele spricht nur übers Gefühl, die Seele spricht nicht in Worten. Manche suchen ihren seelischen Impuls im Geist, da finden sie ihn nicht. Im Geist kriegen wir Antworten von unseren geistigen Führern, oder du kannst dich im Geist verbinden mit meinetwegen den Gottheiten, das kannst du machen und du kriegst da auch Informationen, aber die Seele ist rein Gefühl und nicht zu verwechseln mit Emotionen. Emotionen sind immer die Reaktion auf das, was wir im Außen, auf der physischen Ebene wahrnehmen. Es ist immer eine Reaktion darauf. Entweder auf das, was wir denken, oder auf das, was wir wahrnehmen. Und das seelische Gefühl ist viel feiner. Es ist aber so klar, wenn du das filtern kannst, wie du das jetzt sagen würdest. Wenn du das filtern kannst, hast du immer die Richtung, die du gehen musst. Also dann weißt du genau, das ist ein guter Gedanke, das ist eine gute Entscheidung, dass dieser Mensch, der mir begegnet, ist gut für mich oder nicht. Du fühlst das sofort, wenn du auf dieser Ebene verbunden bist. Also die seelische Ebene ist die richtungsweisende, die geistige Ebene ist die schöpferische Ebene und die körperliche Ebene ist die Ergebnisebene. Wow. Diese, das so zusammen ist ganz kurz gefasst. Dann könnt ihr natürlich über jede Ebene mehr als 3 Stunden sprechen, ne? Da bin ich mir sicher, und das ist ja auch irgendwie der Wert, den du bietest, dann, wenn die Ausbildung geht ein Jahr oder es geht 3 Jahre oder Also fünf. jetzt, es gibt 20 Monate in den ersten 2 Modulen und danach kann man sich, also das erste Modul geht wie nur die Schulung des Geistes ein halbes Jahr und dann gibt es nochmal den Rest, gibt es nochmal die 7 hermetischen Prinzipien mit ganz, ganz viel detaillierten reinspüren müssen und die müssen richtig arbeiten bei mir. Ich freue mich schon so drauf. Die werden ja ein bisschen Arbeit kriegen, um das tief zu verstehen, um richtig tief einzutauchen. Ich mag kein Halbwissen. Das ist so für mich ganz furchtbar. Und deswegen, ja, es ist eine sehr intensive Zeit. Und danach kann man, wenn man möchte, noch weitere Module buchen. Hermetisches Coaching, wie macht man das hermetisch? Oder auch so, wie bringe ich die Hermetik in die Alltagsthemen richtig rein, dass man darüber Vorträge halten kann. Und wenn man möchte, kann man mit mir auch noch ein eigenes Konzept auf die Beine stellen, wenn man da noch Unterstützung will. So, es kann schon noch sehr lange gehen, aber muss ja nicht Schön. jeder, wie er möchte dann. Ja, die individuellen Wege. Aber für mich war es gerade ganz, ganz wunderbar zu hören, wie du
wie du also das Wesentliche gesagt hast für jede Ebene. Und einfach nochmal ganz deutlich zu spüren, diese innere, ganz tiefe zustimmen können. Also dieses für mich die Sulfur, Merkur und Sal. Ja, Sal, da tritt es in Erscheinung. Es ist einfach da. Es ist da, wo man sich dann den Kopf an der Wand stoßen kann. Es ist einfach da. Es ist diese Ebene, ne? Das Merkur-Ebene ist ganz, ganz spannend, weil sie diese Ebene dazwischen ist. Und die seelische Ebene ist genau das, wo ich Richtung gebe. Also wo ich auch oft sage, ja, das ist die Intention auch. Welche Intention habe ich? Dass ich zum Beispiel frage einen mit einem Menschen, ja, was ist deine Intention? Was ist meine Intention? Also ich gebe dem dieser Energie die Richtung. Und jetzt gilt es ganz für ganz, ganz vieles. Zum Beispiel, wenn wir denken, wir haben es viel mit merkuriellen Dingen zu tun im Leben auch. Also wie Geld zum Beispiel. Geld ist ja neutral, ist einfach eine Energie. Aber wenn ich dem eine Richtung gebe, also sulfurisch mit der Seele das bestimme, dann kann etwas sich positiv oder negativ auswirken. Ja, ich kann sagen, ja, ich finanziere dir dafür dies oder jenes oder ich gestalte etwas Schönes in der Welt. Das heißt, es hängt von meiner Intention ab, dieser Element. Also es ist wie das Wasser auch oder wie die Tinktur zum Beispiel der Alkohol ist, das Merkurielle. Und dann je nachdem, was gebe ich denn hinein? Je nachdem habe ich dann eine Arnika-Tinktur oder eine Salbei-Tinktur. Das stimmt. Und aber für Weißt mich war das alles auf der geistigen Ebene, wie du es jetzt beschrieben hast. Und du? diese Richtung, also die Intention, die kann auch aus einer niedrigeren Ebene kommen. Die kann auch aus deinem Ego kommen. Und den Unterschied hier, ne? Also aus der seelischen Ebene, du musst damit verbunden sein, um für dich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn du das schaffst, ist es alles leicht. Und es geht ganz häufig erstmal zu Anfang gegen deinen Geist, gegen deine Verstand, was du bis hierher verstanden hast, ne? Dann, ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, also ich habe verstanden, okay, dieses seelische Gefühl ist das Höchste und ich gehe danach. Das erste Gespür, das ist vielleicht nochmal für die Zuschauer auch, das erste Gespür zu einem Menschen, das erste Gespür zu einem Angebot, das erste Gespür zu einem Gedanken. Das spüren schon ganz viele gar nicht. Das ist noch fein dann, wenn du damit noch nicht viel gearbeitet hast. Genau, Ja, das hier ist fühlst du das, hier. genau hier. Und dann kommt der laute Verstand, mit dem wir aufgewachsen sind, und er ist so laut, dass dieses Gespür nicht mehr wahrnehmbar ist, ne? Und dann kommt nämlich dieses Ja, aber oder was weiß ich. Und die meisten gehen halt danach, ne? Und da muss man wirklich diszipliniert zu Anfang an sich arbeiten, zu sagen, aber mein erstes Gespür war das. Ich kann es nicht erklären. Es ist total unvernünftig aus dem, wie ich es jetzt begriffen habe. Und ich tue es trotzdem. Und ich habe zu Anfang, wie oft muss ich gegen meinen Verstand handeln? Ich habe aber gesagt, also ich probiere das jetzt aus. Also wie soll ich das denn rausfinden, ob das wirklich wahr ist oder nicht, wenn ich es nicht ausprobiere? Boah, und wie oft muss ich mich überwinden, also gegen meinen Verstand zu handeln und meinem Gefühl zu vertrauen? Und es ist immer dasselbe Ergebnis gewesen. Es war immer großartig. Manche habe ich jetzt erst später gesehen, aber es war immer ein positives, ein super gutes Ergebnis. Und wie gesagt, manchmal kam es erst später und die Erkenntnis, ach, und in dem Moment, weißt du, wenn 3 Wochen später irgendetwas passiert aufgrund dieser Entscheidung, was auch so toll ist, wenn du das machst aus deiner seelischen Verbundenheit, dann weißt du in diesen 3 Wochen, das ist jetzt das Ergebnis aus dieser Entscheidung damals, kommt dir sofort in den Sinn. Und das Ah, ja, du ist hast die Verbindung großartig. da. Das ist wunderbar. Also ich würde auf jeden Fall nochmal dem zustimmen. Es ist immer gemeint aus dieser Ebene, die ich gerne auch einfach als für mich praktische Intuition nenne. Also, weil Intuition ist ja der Bereich, wo wir wissen, ohne zu wissen, woher. Das heißt, das ist definitiv dieser Herzbereich, aber er ist irgendwie das, was am nächsten mit dem, sagen wir mal, Göttlichen verbunden ist, ja. Das andere ist wie das Denken, wo wir nur nachdenken können, wo wir Dinge auch wiederkauen in Gedanken. Und mir ist jetzt, während du gesprochen hast, tatsächlich ein Bild gekommen. Für mich kommt diese Intuition oder dieses Seelische kommt für mich immer in Form von inneren Bildern. Tatsächlich auch vorhin hattest du es anklingen lassen. Und da ist bei mir einmal ein Traum gewesen. Es war wie so ein Nachmittags-Halbwachtraum, wo ich ja meinem sehr geschätzten Kompositionsprofessor begegnet bin und er war wie ein Löwe und ich war wie ein Einhorn. Und ich habe mich als Einhorn vor ihm verbeugt. Und in dem Moment war es, wie wenn plötzlich diese Verbindung von Herz und Kopf komplett anders geworden war. Es war wie sonst bin ich habe halt auch studiert und viel gelernt und so. Das heißt, ich war sehr hier gesteuert und mit einem Mal habe ich gemerkt, jetzt ist vorbei. Jetzt ist hier die Führung und die Leitung. Und das ist der hier dient diesem.
Also es war wie wenn das Einhorn für den Verstand, für das Merkurielle stand und hat sich verbeugt vor diesem Feuer, vor diesem Sulfurischen, vor diesem Löwen, also vor diesem Herz eigentlich. Und das war wie innerlich war so klar, jetzt dient dein Verstand deinem Herz. Und Herz meine ich jetzt sehr, sehr weit. Ja, aber interessant, wenn du das Einhorn für den Verstand einordnest. Das finde ich jetzt gerade sehr spannend. Das ist ja doch eher, steht ja nicht so, also für mich würde das Einhorn eben eher für das Ungreifbare eher stehen als für den Verstand, weißt du? Wirklich? Ah So das ja. Einhorn. Aber weißt du, was ich festgestellt habe, das ist so einfach so schön. Also zu Anfang hatte ich Schwierigkeiten, meinen Verstand zu beruhigen, ja, als ich angefangen habe, meiner Seele zu folgen. Und jetzt ist es so, dass mein Verstand, also ich habe meinen Verstand mitgenommen, ich habe ihn gelehrt, meine Seele hat meinen Verstand beigebracht, weil ich es eben mit diesem Reflektieren, was ich jetzt am Ende des Tages zum Beispiel auch mal mache, ne, dass ich das reflektiert habe und erkannt habe, aha, also wenn ich meiner Seele folge, dann habe ich positive Ergebnisse. Mache ich das nicht, das passiert ja dann auch, ne? Du hast genau dieses Gespür, das müsste so sein, du traust dich nicht, du machst es nicht. Und hinterher sagst du jedes Mal, und das kann dir jeder Mensch bestätigen, Mist, habe ich doch gewusst, dass das nicht richtig war. Also, ne, das hat ja wirklich jeder, kannst du jedem fragen. Das ist einfach total cool. Und das meinem Verstand beizubringen, so. Also, ich habe verstanden, dass das jedes Mal nicht gut ausgeht, wenn ich nicht danach gehe oder andersherum. Und mittlerweile ist es so großartig, dass mein Verstand mir erklärt, warum mein Seelenimpuls jetzt dazu Ja oder Nein sagt. Und jetzt geht es Hand in Hand. Verstand und Seele gehen tatsächlich Hand in Hand. Und jetzt ist es leicht. Jetzt ist es leicht, diesem seelischen Impuls zu folgen. Und bei mir ist es tatsächlich so, also bei unserer ganzen Familie, meine Töchter und mein Mann gehen natürlich mit, ne? So, wenn bei uns einer sagt, also mein Gefühl, mein Seelengefühl sagt klar das und das, dann sagen alle anderen, okay, das ist das Argument für alles, dann machen wir es so. Ja, also Ja. weil einfach dieses Vertrauen nicht nur bei dir da ist, sondern es ist auch in deinem Umfeld gewachsen, dieses Ja, Vertrauen. Und das genau. ist wunderschön. Aber auch wunderschön, dass du sagst, wie der Geist oder der Verstand, auch diesem dienen darf. Also dass er auch Mitsprache hat und sagen kann, schau, also ich kann mir das nicht so genau innerlich vorstellen, weil ich merke, bei mir ist es wirklich mehr diese Intuition als Bild. Und irgendwie von meinem Kopf her kommt dann nicht mehr so viel, merke ich. Aber bei dir ist es wie, wenn der Verstand noch zusätzlich das stärkt oder unterstützt. So klingt es bei mir. Mein Verstand, also unser Verstand, das sagt es ja Ja. schon, was haben wir verstanden bis hierher? Ne? Wir durch alle Erfahrungen, Informationen, die wir aufgenommen haben, haben wir irgendetwas verstanden. Und umso intensiver du das, was du verstanden hast, also umso bewusster du damit umgehst, kannst du deinen Verstand, kannst den ja füttern, du kannst den ja in eine Richtung bilden. Ne? Du kannst dich ja deinen Geist in ein Bewusstsein hinaufbilden, so. Und das ist, was dann passiert. Und deswegen geht das mit. Und die Bilder würde ich, also es wäre jetzt für mich nicht die rein seelische Ebene, sondern das ist noch für mich ein Gemisch aus seelischer und geistiger Ebene. Du kriegst in deinem Geist diese Bilder geschickt, die für dich eine Symbolsprache darstellen, die du verstehst. Und die rein seelische Ebene ist noch weniger, also oder noch mehr, es ist nur reines Gefühl. Und du wirst es nicht schaffen, es mit einem Bild auszudrücken, du wirst es nicht schaffen, mit einem Wort auszudrücken oder mit mehreren Sätzen. Dieses Gefühl können wir nicht auf niedrigere Ebenen bringen. Es fehlt immer. Es ist genauso, ich finde das, wenn du ausdrücken möchtest, wie sehr du jemanden liebst, und du versuchst, das in Worte zu kleiden, es scheitert halt immer, ne? Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Und so ist das, also du fühlst das hier. Und das ist genau vielleicht ganz wichtig jetzt auch, weil ich das Wort innere Bild und du das Wort Gefühl genommen hast dafür, aber wir können es nicht benennen und es wird uns immer auf die falsche Richtung weisen, weil als du jetzt Gefühl, die Art und Weise, wie du Gefühl gesprochen hast, was bei mir angekommen ist, war ja genau das. Genau das. Also es war genau dieses Erkennen. Und wo ich dann plötzlich gemerkt habe, oh, inneres Bild, das ist ja schlimm, dieses Bild, es ist ja kein Bild. Also es ist kein visuelles Ding. Sondern es ist so ein, aber genau, okay. Also wir können, ich glaube, wir können da ehrlich sein und dürfen ehrlich sein, zu spüren, dass wir es nicht so ganz packen können mit Worten.
Jedes Wort bringt es auf eine zu niedrige Ja, Ebene, ne? ja. Weil auf der Ebene, wo wir uns ausdrücken, das ist die körperliche Ebene, Ja. das Wort wirkt auf der körperlichen Ebene. Das ist also zwei Ebenen entfernt von dem, was auf der seelischen Ebene stattfindet. Und das können wir da nicht ausdrücken. Es verliert immer ganz, ganz viel an Inhalt. Es geht einfach nicht. Ja, ich erlebe das mittlerweile auch jetzt ständig. Diese erste Ebene, mit der ich kommuniziere, ist immer mit dem Wesen, dem ich begegne. Also auf dieser Herzebene, wie ich das für mich benenne, ja. Diese Kommunikation findet statt, ob wir schweigen, ob wir sprechen, ob wir schnell oder langsam sprechen. Da findet es statt. In der Ebene habe ich aufnehmen können, was du mit Gefühlen sagtest. Und dann ist immer diese frustrierende, aber notwendige Ebene der Worte, der Luft, wo man halt auch miteinander kommuniziert, wo es auch schön ist, wo wir auch lernen dürfen. Aber ich habe mittlerweile immer mehr den Fokus hier, wo ich spüre, es ist wie so ein Assimilieren, wie so ein Aufnehmen, wo wir eigentlich ganz deutlich, ja, so ein Gefühl für jemand anderen haben, oder? Es ist auch dieses, wo man sagt, hey, ich kann dich fühlen. Vielleicht ist das eigentlich was ganz Schönes zu sagen. Zu sagen, ja, ich kann, also wenn es stimmt, ne, ich kann dich fühlen. So. Ja, total schön gesagt. Ja. Also finde ich richtig schön gesagt. Und da ist ja, kann man nochmal die Schleife zu diesem ersten hermetischen Prinzip auch bringen, ne? Also, was du ganz zu Anfang gesagt hast, ne? Alles ist ja, wir sind ja alle ein Teil dieses Ganzen, was da ist. Und wenn du dich auf dieser Ebene mit jemandem verbindest, dann kannst du den auch fühlen, denn du bist ja nichts anderes als der. Also er ist ein Teil auch von dir und du fühlst ihn und du auf der körperlichen Ebene wird alles in die Vielfältigkeit gebrochen Genau. und auf der Ebene ist eben immer noch alles eins. Und wir haben das auch, wir haben alle, glaube ich, Menschen um uns, mit denen wir uns ohne Worte verstehen. Ne? Also da reicht ein Blick und wir wissen, dass der andere mich versteht. Ich weiß, dass wir genau dasselbe gerade fühlen und er fühlt der andere auch. Und da brauchen wir auch keine Worte. Und es ist eigentlich unser natürlicher Zustand, glaube ich. Nur ja, dadurch, dass so wenig von diesem Wissen in dieser Welt ist, halten wir uns auf den niedrigsten Ebenen einfach. Der ganze Fokus geht dahin, ne? Jetzt hast du mir verständlich gemacht, das wundere ich mich seit Jahren, also seitdem ich irgendwie Seminare oder wenn draußen mit Gruppen, mit den Pflanzen oder jetzt eher in der spagyrischen Arbeit auch drinnen mit Menschen bin, die sich zum Teil zum ersten Mal begegnen. Es ist sofort dieses Verständnis da. Die Menschen beginnen miteinander zu kommunizieren, wo man merkt, sie handeln eigentlich von ihrem Verständnis, wie wenn sie die anderen alle fühlen können und auch, also sozusagen, wo die richtigen Dinge geschehen. Weil das ist total spannend. Also das ist wirklich, wie du hast es jetzt so schön gesagt, und ich möchte eigentlich das wirklich auch gar nicht mehr jetzt schmälern durch meine Worte, weil dadurch, dass diese Entsprechung ja da ist, können wir alles fühlen. Das hat mich jetzt auch sehr angesprochen und sehr, das möchte ich auch wie mitnehmen, also mit dem noch ein bisschen leben, dass es nochmal sich so wie hineinwirkt. Und ich bin schon voller Dankbarkeit auch, also für das Gespräch, dass wir miteinander diesen Austausch, diese Begegnung führen konnten und möchte gerne einfach dir noch so diesen Raum geben, irgendwas, was dir wesentlich ist, anzusprechen, irgendetwas, was für dich jetzt vielleicht da ist. Ja, oder vielleicht ist auch von mir so dieser Wunsch, ja, einfach auch zu erleben, wie die jetzt die Dinge wieder weitergehen von hier, weil wenn etwas zu Ende kommt, ist es wieder ein Neubeginn auch von etwas Weiterem, ne? Es ist wie, etwas ist in die Welt gekommen, etwas wird geboren, etwas manifestiert sich, aber dadurch, da ist es ja nicht zu Ende, da beginnt es ja dann wieder auch weiter zu wirken von diesem Moment an. Ja, das stimmt, das sehe ich genauso wie du. Also ich fand unser Gespräch sehr, sehr schön. Du hast sehr viele Impulse bei mir auch geweckt. Das ist ganz spannend, ganz schön zu sehen, wie tief du da in deine Spagyrik eintauchst und wie du das auch ausdrückst. Natürlich, das fand ich sehr, sehr interessant, finde ich richtig schön. Ich würde es super schön finden, wenn wir in Kontakt bleiben würden. Das sage ich jetzt ja auch nochmal Ja, so. genau. Und was mir wirklich immer ganz, ganz doll am Herzen liegt, ist, ich wünsche mir das so, dass dieses Wissen verbreitet wird. Weil ich habe so ein großes Geschenk. Ich weiß nicht, warum ich so gesegnet bin im Leben. Ich bin einfach so mega gesegnet mit diesem Bewusstsein, was ich in mir entwickeln durfte.
Und ich weiß, dass das für jeden möglich ist und wie schön Leben sein kann. Und ich sehe, wie die Menschen sich quälen, also wie schwer das für so viele ist. Und das Leben ist wundervoll. Also in dieser Zeit, in der wir leben, wo viele so viele Sorgen haben, so viele Ängste haben und diesen Fokus auf all das Schlechte immer gerichtet wird, sehe ich all dieses Wunderbare. Ich finde das Leben so großartig. Ich brauche nur rausgucken. Jetzt gerade der Mai, also der Mai, wow, dieses Grün, ne? Also ich brauche eigentlich gar nichts anderes als zu wissen, also mich in diesem Bewusstsein zu befinden, es ist Mai, guck dir das an, was passiert da draußen gerade. Und dann holst du dir diese Kraft in dich, in dir, also baust du ja auf, du holst dir von außen nach innen. Und ich wünsche mir, dass Menschen diesen Zugang haben zu sich, dass sie anfangen, ihr Leben zu lieben, sich selber zu lieben und das zu feiern. Wir sind ja schließlich nicht hier geboren worden, um Probleme zu wälzen, sondern hey, wir sind ja hier, um unsere schöpferische Kraft zu gebrauchen. Das ist der Sinn des Daseins, sagt Hermes Trismegistos, erklärt das. Er sagt, wir sind, also Gott hat die Welt erschaffen und auf dieser materiellen Ebene konnte er sich nicht erfahren. Deswegen hat er den Menschen erschaffen, damit er, weil der Mensch eben göttlich und menschlich zugleich ist, durch den Menschen erfährt er seine eigene Schöpfung. Und das wollte er feiern. Das ist also, ja, ne, so. Und was machen wir daraus? Also lass uns so das Leben genießen und es voller Freude und vor allen Dingen auch voller Liebe erfahren dann. Das ist das, was ich mir wünsche. Und ich bin Wow. mir so sicher, dass die Hermetik die Brücke schlägt zu dem, dass man da hinkommt. Weil das finde ich noch so toll. Es ist auch etwas für Männer. Es ist logisch. Es ist überhaupt gar nichts aus der Luft gegriffenes. Du kannst es alles bis ins Detail erklären mit Gesetzmäßigkeit und jeder kann es nachvollziehen. Es hat nichts mit Hokuspokus oder so zu tun Genau. oder ne, so, es ist greifbar, es ist wirklich nachvollziehbar. Es ist eine geistige Wissenschaft, das ist so. Und ich wünsche mir, dass das ganz, ganz viele Menschen erfahren und ich finde es toll, dass du diese Arbeit machst. Und ja, lass uns bitte in Kontakt bleiben, es ist Ja, schön mit dir. sehr, sehr, sehr gerne. Und ich danke dir nochmal für diese Worte, weil das mir auch aus dem Herzen spricht, weil das genau das Wesentliche benennt und wo jetzt wie das Dritte geboren ist. Also dieses so Zusammenkommen und diese zwei Seiten einer Münze, diese verschiedenen Erfahrungen, die ja aber um das Gleiche kreisen, so wie auf den noch einmal ausgesprochen sind. Das ist in mir eine ganz große Dankbarkeit, sehr große Dankbarkeit und in dem auch, was ich gehört habe, vor allem diese Lebendigkeit. Also das Hermetik, ja, und die Natur und der Mai und all das und wir selbst so lebendig sind und dass wir auch als den Mut haben, als Lebendige innerhalb dieser Lebendigkeit zu sein. Und das ist ja ein Feiern. Was ist denn das Feiern? Es ist ja genau das, dass wir einfach diese Lebendigkeit auch feiern. Und ja, da bin ich eben wieder ganz dann auch zu spüren, dass alles lebendig ist in der Natur, dass auch ja auch so ein Stein, an dem ich Freude habe, ja, der auch irgendwie geworden ist, der jetzt da ist, der auch schwingt, der auch lebendig ist. Und das ist so, da kommt für mich so vieles zusammen. Und in diesem Sinne wünsche ich eben da ja Menschen einzuladen, nach dem zu schauen. Es kommt mir eigentlich nicht vor wie ein etwas Neues dazulernen, sondern es kommt mir eher vor wie ein Erinnern. Ein wieder sich erinnern von dem, was wahrhaftig ist. Und ja, geistige Wissenschaft ist auch ein guter Begriff, um das irgendwie deutlich zu machen. Es scheint eher wie etwas Selbstverständliches und nicht wie etwas Aufgesetztes, Künstliches. Und das erleben wir ja jeden Moment, wenn wir dich erleben, wie natürlich, wie selbstverständlich, wie einfach. Wie im Zen, wenn der Mensch am Schluss wieder auf den Marktplatz kommt zu dem Ochsen. Ja, also er geht hin und so weiter, aber letztlich geht es darum, dass wir hier unser Leben führen und unser Leben leben. Das jetzt noch aus dieser Dankbarkeit und Lebendigkeit herausgesprochen. Das Buch, das dürfen wir uns wo besorgen, Babette? Am allerbesten, am allerleichtesten oder? Am besten bei mir natürlich. Ja, Ich deine habe Webseite, ja? ich hab einen Eigenverlag gegründet und auf meiner Homepage am besten. Genau. Deine Homepage findet sich ja hier, wer bei YouTube ist, unten unter dem Video. Und es ist, sag noch einmal die Webseite. Das-hermetische-prinzip-punkt.de Ja, wunderbar.
Da findet ihr alle Informationen. Und dann auf Gut. Weiteres sagen wir einfach einen ganz, ganz schönen Tag an alle, die jetzt auch bis hierher gehört oder geschaut haben. Ganz herzlichen Dank an dich, Babette. Und auf Weiteres. Ja.